Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Video, nämlich zu dem Client Launcher, weil sich halt, denke ich mal, viele dann ein paar Fragen dazu stellen werden und ja, daher kommt dieses Video, was halt, denke ich mal, alles erklären wird. Deshalb starten wir einmal den Launcher, dann updatet er sich automatisch auf die neueste Launcher-Version. Das seht ihr dann einmal ganz kurz da, aber da halt gerade kein Update war, war die halt nur ganz kurz da. Dann könnt ihr hier die Sprache umstellen, sprich falls ihr halt Englisch seid, was sehr unwahrscheinlich sein wird, aber ist auch vollkommen egal. Dann kann man sich einmal hier registrieren, gibt man ganz normal seine Daten ein, sein Name, sein Passwort, bla bla. Hier einmal diese Frage, das kennt man von Google Capture so, da macht man dann halt eine kleine Matheaufgabe, 5 plus 5 sind 10. Das sollte auch der dümmste Mensch auf der Welt hinkriegen, diese Matheaufgabe hier unten. Und er kann sich auch schon mit seinem Account anmelden, kann hier so speichern, dass das Account so, dass das Passwort so speichert, beziehungsweise dass man angemeldet bleibt. Und dann kann man sich einloggen. Dann hat man hier erstmal die zwei Free Clients, die kann man dann halt eh schon mal jeder benutzen. Den Client Launcher kann ja auch sowieso jeder runterladen. Und dann kann man hier halt erstmal schon mit den Clients spielen. Das ist dann schon mal so weit so gut, kann man halt so mit Icarus und Asia spielen, schon so ein bisschen für free. Und da werden dann vielleicht auch noch andere Free Clients reinkommen, mal gucken. Und dann gehen wir zu der nächsten Sache, nämlich falls wir jetzt einen Client haben wollen, zum Beispiel Ambien, dann gehen wir halt, oder Suicide, auf die Seite und kaufen uns den Client. Dann kriegt man automatisch den Token oder je nachdem, wenn es eine PayPal-Zahlung ist, dann braucht das ein bisschen, bis man den Token hat. Dann kann man hier den Token angeben, sprich zum Beispiel einmal, ich kopiere die jetzt von der Seite rein, einmal diesen Token, dann habe ich Suicide aktiviert, dann aktiviere ich mir jetzt noch eben alle anderen Clients, egal, gehen wir erstmal zurück, man muss dann mal zurückgehen, hier ist Gash, dann auch der Token, auch einlösen, haben wir Anziel und dann aktivieren wir uns doch mal auch noch den letzten Client, nämlich Ambien. Und dann haben wir alle Clients. Dann sieht man hier auch schon so, der Client bekommt noch Updates. Der Client, ja, was auch immer. Hier wird noch ein Changelog hinkommen und so weiter. Und dann starten wir halt einfach mal Ambien jetzt als kleines Beispiel. Hier werden dann erstmal auch noch so Sachen installiert. Wenn zum Beispiel, wenn euch ein paar Minecraft-Libraries fehlen, dann laden die sich automatisch runter und installieren sich in eurem Minecraft-Ordner. Und dann würde man jetzt mit seinem Client spielen können. Sprich, hier wird dann halt, kann man so sich erstmal in den Account einloggen. Weil wie man das halt weiß, wenn man sich einen anderen Launcher benutzt, dann ist man halt nicht in seinem Minecraft-Account eingeloggt. Da muss man sich erstmal einloggen. Das ist dann auch schon die nächste Sache, nämlich nochmal hier in den Client-Launcher gehen. Für die Leute unter euch, die sich vielleicht jetzt wundern, was mit euren alten Alpha-Launcher-Accounts passiert, das ist ganz einfach. Jeder, der früher noch den Client bei uns gekauft hat, sprich einen Alpha-Launcher-Account hat mit deren Permissions, wird in den nächsten Tagen, so in den nächsten 3 Tagen, in den neuen Launcher übertragen. Dann könnt ihr euch einfach mit eurem alten Account wieder einloggen, mit den alten Daten und ja, das ist alles, was ihr wissen müsst. Sobald man dann in der Zukunft wieder Accounts auf meiner Seite kaufen kann, beziehungsweise Account-Tokens kaufen kann, kann man sich dann hier, denke ich mal, irgendwo über einen Alt-Manager im Client-Launcher selber, dass ihr euch halt nicht im Client erstmal einloggen müsst. Sprich, dann könnt ihr normale Minecraft-Accounts irgendwo hier angeben und dann halt auch die Account-Tokens, wenn man sie von der Seite gekauft hat, für eure Alts halt hier einlösen und dann habt ihr die alle schön sortiert im Launcher und könnt die halt benutzen. Ich hoffe, das Video hat erstmal alles erklärt. Der Launcher ist ziemlich simpel, das habe ich ja schon im Video gesagt, dass er simpel ist. Aber für die, die halt noch ein paar Fragen über den Launcher hatten, die sollten dann jetzt eigentlich geklärt sein. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns dann morgen bei einem richtigen Video wieder. Haut rein, ciao.